Alle Vorkehrungen für den Ball in Halamshiral wurden getroffen. Sagt Bescheid, wenn ihr aufbrechen wollt. Was genau wissen wir über das Komplott gegen Selene? Die Venatori planen einen Angriff auf den kaiserlichen Hof. Vielleicht schürt Korypheus auch den Konflikt zwischen der Kaiserin und ihrem Vetter, Großherzog Gespard. Waren wir Selene, könnte sie eine wichtige Verbündete gegen Korypheus sein. Ich breche auf, sobald ich kann. Gut, ich bespreche mit Cullen und Josephine, wie wir euch eine Audienz verschaffen. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Wie war sie? Göttliche Justinia, ihre Seele, der Geist, der ihre Form annahm. Ich kenne euren Bericht. Er ist nicht klar, aber... Sie war ruhig, sogar heiter. Sie hat uns bis zum Ende geführt. Das klingt ganz nach ihr. Sie bat mich aber, euch etwas zu sagen. Sie sagte, verzeiht, auch ich ließ euch im Stich. Oh. Ich sollte das hier erledigen, bevor ich es vergesse. Lasst uns das später besprechen. Danke. Auf Harrods Anfrage. Besonderen Anweisungen? Nein, sonst hätte ich es gesagt. Ja, natürlich. Ich beeile mich. Natürlich beeilt ihr euch. Ihr seid eine Botin. Ihr könnt gleich aufbrechen. Oh, gut. Das nenne ich mal eine Halle, die der Inquisition würdig ist. Ich kannte Stroud, wisst ihr? Allerdings nicht gut. Er hat die Wächter bei Kirkwall befehligt. Nur die wenigsten Leute kannten ihn, aber der Mann war ein Held, wenn es darauf ankam. Er war nicht der erste gute Mann, der an Korypheus scheiterte. Und er wird auch nicht der letzte bleiben. Diese Geschichte taugt nicht für Helden. Wir bringen Korypheus zu Fall, bevor er noch mehr Leben auslöschen kann. Wisst ihr, manchmal, wenn ihr so eine Scheiße sagt, glaube ich sie beinahe. Ah, Hawk hat mich gebeten, allen in Kirkwall zu sagen, wohin er geht. Ich muss Carver informieren. Ich bin sicher, er wird es gut aufnehmen. Ich muss ein paar Briefe schreiben. Bitte entschuldigt mich. Steinwohl, Inquisitor.
Bis zum nächsten Mal. Beste Adern, Inquisitor. Jetzt hast du deinen Willen. Irgendwie. Ja. Graue Wächter. Willst du sie jetzt plötzlich nicht mehr? Sagen wir einfach. Schreiben ist nicht unbedingt meine Stärke, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Lasst mich raten, ihr schreibt ein Liebesgedicht. Das könnte ich nicht, selbst wenn mein Leben davon abhinge. So schwer ist das nicht. Doch, ist es. Gedichte erfordern Feinsinnigkeit, sie erfordern Anmut. Und ihr denkt, daran mangelt es euch? Eines Tages werden sich die Historiker fragen, was in der Festung Adamant und im Nichts geschehen ist. Ich war dort. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Also muss ich es festhalten. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Cassandra. Ja, das dachte ich auch. Bis ich angefangen habe zu schreiben. Ich weiß noch immer nicht, was ich über den Geist der Göttlichen schreiben soll. Ich habe sie dort gesehen, ihre Stimme gehört. Und dennoch kann ich nicht mit Gewissheit sagen, dass es wirklich sie war. Die Kirche lehrt uns, dass die Seelen der Toten das Nichts durchqueren. Also könnte sie es gewesen sein. Und dennoch... Denkt ihr wirklich, sie könnte es gewesen sein? Als ein Gespenst? Ein Gespenst, ein Überbleibsel ihrer Hoffnungen und Erinnerungen. Der Nachhall ihres Willens, Gutes zu tun. Das alles wäre möglich. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was nach unserem Tod geschieht. Ein Geist hätte ihre Gestalt annehmen können, aber aus welchem Grund? Er hat euch geholfen, ebenso wie Justinia selbst es getan hätte. Ich glaube, es war die Göttliche. Sie hat uns ein letztes Mal geholfen. Ich hoffe, es war so. Ich will daran glauben. Als mir bewusst wurde, dass wir körperlich im Nichts waren, hat mich meine Angst beinahe verrückt gemacht. Das letzte Mal, als so etwas geschehen ist, haben wir die dunkle Brut erschaffen. Wir haben Korypheus erschaffen. Dieses Mal muss die Welt die Wahrheit erfahren. Es dürfen nicht noch mehr Legenden dem Strudel der Zeit zum Opfer fallen. Nichts. Wie unerfreulich.
Kirche. Also gibt es die Verderbnis, weil Sterbliche den Erbauer finden wollten? Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montillés erleiden mussten. Meine Familie hat ihr Vermögen als Händler in Antiva gemacht, bis wir vor Ewigkeiten infolge eines Skandals aus Orlais verbannt wurden. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montillés seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Dafür, dass ihr verschuldet seid, scheint ihr euch aber ziemlich gut über Wasser zu halten. Das genügt nicht. Nur ein Unglücksfall und wir sind endgültig ruiniert. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montillés wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royaux geschickt habe, ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Wollten die Mörder die Inquisition treffen? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden.
Irgendwelche Venatori-Aktivitäten? Wenn meine Spione etwas herausfinden, erfahrt ihr es als Erster. Inquisitor? Inquisitor. Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Müssen wir unbedingt über so düstere Themen sprechen? Nein, aber wisst ihr, die Gegend muss einmal wunderschön gewesen sein. Vielleicht sogar romantisch. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Orlesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forts zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Wir sollen den Wellen fernbleiben. Ich wüsste zu gerne, warum. Ein Grund mehr, Ihnen einen Besuch abzustatten.
Es war hier einst wunderschön.
Ja. Ja. Wir könnten Soldaten rufen, um hier durchzukommen, wenn ihr wollt. Ich weiß die Warnung zu schätzen, aber du hättest nicht selbst kommen sollen. Was, wenn die Gilde davon erfährt? Oder wie hieß er noch? Machst du dir Sorgen um mich oder um dich? Ein bisschen von beidem. Immerhin bin ich es, der entbehrlich ist. Oh, keine Sorge. Ich passe auf dich auf. Wir müssen nur... Na, das ist ja eine Überraschung. Ihr seid der Inquisitor, oder? Bianca Davri, zu euren Diensten. Warum macht ihr beide ein Gesicht, als wärt ihr beim Stehlen erwischt worden? Ihre Anwesenheit ist hier ausgesprochen riskant. Vielleicht für uns beide. Du machst dir zu viele Sorgen. Am Himmel ist ein riesiges Loch. Ich denke, die Händlergilde hat im Moment ganz andere Probleme. Bianca verfolgt eine Spur, woher Corypheus sein rotes Lyrium hat. Die Lage von Bartrans Torheit, der Teig, den Beric fand, ist durchgesickert. Es gibt einen Eingang in die tiefen Wege, an dem es von seltsamen Menschen wimmelt, die rotes Lyrium nach draußen schaffen. Wir müssen uns der Sache annehmen. Solange er an der Quelle sitzt, ist Corypheus ungleich mächtiger. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich werde Ihre Aktivitäten im Auge behalten. Falls ihr ihnen das Handwerk legen wollt, könnt ihr auf mich zählen. Lass mich nicht zu lange warten, Beric. Du weißt, ich habe selbst genug zu tun. Schön. Das ist alles überhaupt kein Problem. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr zu dem Eingang aufbrechen wollt.
neue Erkenntnisse, warum Korypheus Leute entsendet, um ausgerechnet elfische Ruinen zu erkunden? Meine Stiefel schmatzen, wenn ich meine Füße hebe. Wozu haben wir uns die Arbeit gemacht, uns einen Weg zu bahnen?
Du beeilst dich doch, oder? Was dachtet ihr denn, dass ich krieg... Spar dir deine Kommentare. Mach einfach deine Arbeit. Warst du dort? Hast du gesehen, was sie getan haben? Ihr seid zurück. Ihr seid zurück und habt die Anweisungen befolgt. Und ihr seid noch am Leben. Natürlich seid ihr noch am Leben. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Legt ihr euch auf diesen Pfad fest? Ihr seid meine Ausbilderin. Ja, das bin ich. Ich danke euch. Ich werde euch das nötige Wissen verleihen und ihr werdet es nutzen, um Beeindruckendes zu leisten. Wie könnte es auch anders sein? Ihr seid der Inquisitor und ihr werdet ein Rissmagier sein.